und 1,60 Euro. Das war vor dem Höhepunkt der Finanzkrise, die inzwischen zur Wirtschaftskrise geworden ist. Die ließ die Nachfrage nach Energie sinken und damit auch den Spritpreis. An einigen Tankstellen in Deutschland kostet Diesel jetzt weniger als 1 Euro. Das gab es fast 4 Jahre nicht. 1 Liter Diesel für knapp 1 Euro. Für viele Autofahrer ein willkommenes Vorabgeschenk zu Weihnachten. Schließlich sparen sie im Vergleich zum Preishoch im Sommer kräftig. Im Schnitt kostet eine Tankfüllung 25 Euro weniger. Eigentlich wundert es mich, ne? Wir steuern jetzt auf die Feiertage zu. Normalerweise wäre das umgekehrt eigentlich, ne? Ja, sicher freue ich mich. Ja klar, für jeden Cent. Ich habe es von Freunden gehört und habe gedacht, das muss ich jetzt ausnutzen. Ich finde, es ist ein wunderbares Konjunkturprogramm eigentlich. Also ich zahle statt 120 Euro für einen vollen Tank im Moment 80 Euro. Das sind 40 Euro plus in meinem Portemonnaie. Ich habe gestern schon voll getankt für 1 Euro. Deswegen, ich habe jetzt gesehen, 98 Cent, habe ich nochmal gedacht, okay, tanke ich nochmal voll vom Wochenende, weil morgen geht es bestimmt wieder hoch. Ein Grund für den Preisverfall. Wegen der Wirtschaftskrise sinkt die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr. Zum ersten Mal seit 25 Jahren. Die Spritpreise sind mit den Rohölpreisen gefallen und in der Folge den Produktpreisen. Wir haben eine weltweite Wirtschaftskrise. Die Nachfrage sinkt auch überall in der Welt. Das bedeutet abstürzende Ölpreise und deshalb wird es auch für die Autofahrer günstiger. Ein Ende des Preisverfalls ist allerdings schon in Sicht. Die Ölexportländer der OPEC treffen sich in der kommenden Woche. Experten rechnen mit einer Drosselung der Fördermenge, um den Preis wieder in die Höhe zu treiben.